Ich habe mir überlegt, was schreibst du? Ich meine, die Geburt ist natürlich schon magisch und als Eltern macht man vieles zum ersten Mal. Ne? Man gesteht sich das irgendwie nie so ein. Ich war letzte Woche im Café und habe gemerkt, die Bedienung gesteht sich das ein. Die kam zu mir und sagte, ja, ich habe heute meinen ersten Tag. Und dann gibt sie mir eine Gutscheinkarte und wusste, glaube ich, nicht so ganz Bescheid und sagte den schönen Satz, ja, wenn Sie bei uns hier 10 Kaffee trinken, dann bekommen Sie den 11. zum Preis von einem. So. Habe ich gesagt, das ist aber ein Schnäppchen. Ne? Also die machen auch alles zum ersten Mal. Wir Eltern machen es auch zum ersten Mal. Aber auch wir Eltern, wir haben keinerlei Vorbereitung. Ne? Wir haben keine Vorbereitung. Wir waren auf der Schwangerschaftskurs, die Schwangerschaftsgymnastik. Da war ich, ja, als guter Mann geht man da, war man da dabei. Meine Freundin blieb zu Hause. Wirklich passiert, sie war krank und sie meinte, ich sollte trotzdem hingehen, weil Plätze wären rar und ich sollte mir das einfach das Wichtigste merken. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Mitleid erzeugen können. Aber Verspätung der Deutschen Bahn kann ich jetzt wegatmen. Bin da jetzt im Thema. Im Thema. Die Kinder. Ich glaube, Tiere merken oder riechen, wenn man Angst hat. Kinder riechen, wenn man es eilig hat. Das finde ich bei meiner Tochter, die ist oft langsam. Und gerade morgens, ich weiß noch genau, da ist Kita, wir mussten immer 8.30 Uhr in der Kita sein. Und dann, ich weiß noch, es klappt hinten und vorne nicht und richtig. Und einmal war es sogar so spät, da habe ich ihr die Strumpfhose angezogen. Der hat mir meine Smartwatch verraten, dass ich mein Tagesworkout erreicht hatte. Ich bin immer froh gewesen, wenn ich sie, sage ich ganz ehrlich, wenn ich sie angeschnallt im Auto hatte. Dann war mein Freund Jochen, der sagte sogar, der genießte sogar den Moment, wenn er ums Auto rumging. Noch. Um mal kurz durchzuatmen. Da habe ich überlegt, habe ich gegoogelt, habe ich gesehen, die längste Limousine ist 32 Meter. Alter, komm, das ist bestimmt 2 Minuten Zeit. Kriegst du da locker, nee, die ist langsam, da muss man echt Zeit. Man kann, wenn man bei uns die Treppe hochgeht, bei ihr geht der Bewegungsmelder noch nicht mal mehr an. Aber es ist schön, sie hat ihr Tempo. Ne? Sie sagt so, ich soll schnell, aus ihrer Sicht ist es schnell. Die lässt sich Zeit. Wir standen letztens vorm H&M und sie schaut sich die ganze Zeit diese Schaufensterpuppe an. Und ich frage mich irgendwann, wer wird sich zuerst bewegen? Und ich glaube, es war die Puppe. Es ist anders mit Kindern, es ist anstrengend. In vielen pädagogischen Büchern lese ich immer, genießen Sie Ihr Kind. Genießen Sie Ihr Kind, ja. Nachts um 3 Uhr, Magen-Darm, sich, das Kind, Bett, neue beziehen, Riesenschreierei, überall Kotze in der Ritze. Da würde ich den Pädagogen mal gerne anrufen und sagen, komm mal vorbei, genieß mal mit. Und da würde der sagen, ich habe heute meinen ersten Tag. Mit Sicherheit.